Startplatz 16 für uns. Ja, als hätte ich es gewusst mit unserem Vertragsziel, dass da ab und zu was dazwischen funken kann. Aber erst einmal hallo allerseits und willkommen zum Rennen aus Singapur. Kimi hat jetzt einen Punkt Vorsprung und Alonso hat noch 3 Zähler Rückstand. Hab gerade eben in der Pause gesehen, dass Codemasters F1 2019 für Ende Juni angekündigt hat. Jetzt mal eher. Könnte sportlich werden mit der 4. Saison, aber das rechne ich mal nach dem Rennen hier aus. Jetzt kümmere ich mich um das Rennen. 6.700 Ressourcenpunkte. Gut gemacht. Das war eine tolle Leistung im Qualifying. Ja, die wäre schon nicht verkehrt, aber andere sagten nein. Zeit, dass sich die ganze Vorbereitung bezahlt macht. Kein Regen im Rennen und ich werde Teile tauschen, ob jetzt Platz 16 oder Platz 20. Maximale Leistung im Rennen. Aber das wird dann auch, schätze ich mal, der letzte Teiletausch sein in der Saison, auch wenn wir nochmal 20. Na gut, wenn ich 20. werde, ist es ja klar, können wir trotzdem tauschen, aber wenn es mal wieder so ein Platz 16 sein sollte. Auf jeden Fall werde ich jetzt Teile tauschen, auch wenn das Überholen hier schwerfällt und ich darauf eher verzichten sollte, aber ich mach's trotzdem. Teil 9, ja. Ob wir noch zweistellig werden? Mal gucken. Also wenn wir nochmal 20. oder 19. uns im Qualifying platzieren, dann ja. Aber das müssen wir erstmal schaffen. Gut, 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 gut. Dann hätten wir das und wir gehen zum Rennen. Eigentlich sagt man, New York sei die Stadt, die nie schläft, aber Singapur kommt dem Ganzen schon sehr nahe. Und hier wartet man heute bei den grellen Lichtern am Hafen im Marina Bay District auf den nächsten großen Preis. Es werden sehr lange, sehr harte Runden und es gibt nur ganz wenig Spielraum für Fehler. Heute Abend werden wir hier in Singapur so etwas wie ein Langstrecken-Formel-1-Rennen erleben. Mit seinen insgesamt 23 Kurven, 13 links und 10 rechts, bringt es der Marina Bay Street Circuit hier in Singapur auf eine Länge von 5 Kilometern. Die durchschnittliche Rundengeschwindigkeit auf dieser Strecke 172 km/h. Für das heutige Rennen darf ich an meiner Seite erneut Stefan Römer begrüßen. Reden wir über Force India. Was denkst du über ihre bisherige Performance in dieser Saison? Nun, die sehr, Atmosphäre sehr innerhalb des Teams scheint im Moment wirklich positiv zu sein. Alle scheinen voller Energie und Tatendrang zu sein und dabei auch noch eine Menge Spaß zu haben. Und das hat natürlich alles zu der Performance beigetragen, die wir bisher sehen konnten. Keine Sonne, kein Regen, oder? Wissen wir sind so noch gut nicht? Wie bereit und so sieht die Startaufstellung für das heutige Rennen aus. Valtteri Bottas hat gestern gute Arbeit geleistet, der Finne startet von der Pole. Und daneben steht Lewis Hamilton. Die restliche Startaufstellung sieht wie folgt aus. Vettel, Alonso, Nico Hülkenberg und Sainz Jr. Ocon, Raikkonen, Perez und Max Verstappen. Leclerc, Ricciardo, Lance Stroll, Sirotkin, Hartley, Magnussen, Markus Eriksson und Pierre Gasly. Er hat eine Gridstrafe erhalten. Grosjean und der Eismann. Und jetzt wird es Zeit, zur Strecke zu schauen. Renault wieder in der 3. Startreihe. Wir müssen uns verbessern. Lass uns mächtig Druck machen. Mächtig gewaltig. Jeff. Mit zweiten Namen Egon. Alonso auf der 4, das ist meine Hausnummer. Wir 16., er 4. Aber wir jetzt 20. Das sieht gequetscht aus mit den rosa Reifen da. Zu Beginn. Ja, mit unserer Reifenabnutzung sieht das so aus. Schneller, aber ich werde die ganz zum Schluss fahren. Ich schaue nochmal kurz nach in der letzten Saison. Wann ich da genau reingekommen bin, aber ist natürlich ein anderes Auto, was wir jetzt fahren. Trotzdem gucken wir mal. Mir fällt gerade ein, wenn es dann bei F1 2019 die Formel 2 gibt, war im Trailer zu sehen, dann kann ich ja den Namen vergessen, Mick Schumacher. Naja. Adrian Sutil wird wohl in der nächsten Saison nicht fahren. Müssen wir schon. Die ging ja schon los.
Ich wollte aber hier Rennstrecke gucken. Schon wieder abgeschweifert. In der letzten Saison habe ich mir die Nase abgefahren, weil ich bin Runde 11 rein und Runde 19. Das ist zu früh. In der Saison davor Runde 12 und 22. 12 und 22. Ich habe mir die Nase abgefahren, ne? Angefahren. 12 und 22. Eine 8 Runden auf den rosa Reifen. F10-10, aber auch nur, aber dann auch so viele Reifen, also viele Runden mit den Rosas wie mit den zweiten Lilas. Reifen ausfahren, ja, zwei Stops. Also nicht irgendwie eine Runde hinauszögern, einfach die ganze Zeit Vollgas geben. Mit jedem Reifensatz, weil wir werden die nie ansatzweise ausfahren können. Wobei, schaut mal auf den rosa Reifen, was der für eine Abnutzung am Ende hat. Machen wir es mal so. Schaut mal, wie viel Prozent der Reifen mehr hat bei diesen beiden Runden Unterschied. Wäre vielleicht doch mal angebracht, die gelben auszuprobieren, wobei die sind 1,7 Sekunden langsamer als der lila Reifensatz. Gut, wir sparen einen Boxenstopp ein und müssen es einfach mal ausprobieren. Gut, wir fahren so. Vielleicht komme ich sogar Runde 11 rein, mal gucken. Vierzehntausendstel. Ich bleib erstmal so. Okay, alles klar. Und Autoeinstellung muss ich nicht ändern. Wir haben Teile gewechselt. Wir haben ein trockenes Rennen vor der Nase. Strategie angepasst. Sprit werde ich auch so belassen. Na gut, dann freue ich mich schon auf ein sehr unterhaltsames Rennen, weil es für uns weit nach vorne gehen kann. Der Wagen liegt hier super. Allerdings haben wir Probleme beim Überholen. Und auf der Geraden sind wir nicht so schnell. Ah, aber die letzte Kurve hilft uns. Vielleicht wird dann wohl die Überholgerade wieder Startziel werden. Aber auf jeden Fall wünsche ich euch, was sagen die Reifentemperaturen, bleiben konstant, nicht wie in Spa, da ist ja der vordere linke Reifen nach unten gesackt in dieser Phase. Könnt ihr nochmal anschauen. Also, wünsche ich euch viel Spaß. Checks sehen gut aus. Wir müssen die Formation halten und damit anfangen, das Auto auf Betriebstemperatur zu bringen. Belaste die Reifen und die Bremsen. Schließlich sollen sie am Ende der Runde warm sein. Heute fahren wir gegen Kimi und gegen Alonso. Oh, was für coole Gegner. Kimi und Alonso. Gegen wen fahre ich? Okay, die Hauptkonkurrenten dieses Rennens sind Ricardo und Alonso. Schon wieder Ricardo. Rennstrategie. Du hast 11 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. Jetzt kann ich ja nicht am Anschlag fahren und meine Reifen so aufwärmen. Jetzt muss ich schon etwas Schlangenlinien fahren und stark einlenken. Wetterbericht. Der Regen wird in etwa 10 Minuten abklingen, also versuch da draußen konzentriert zu bleiben. Trockenreifen passen gerade am besten. Mal gucken, welche Fehler es dann auch in F1 2019 wieder gibt, die wir schon jetzt kennen. Ich hoffe ja, Asynchronität und Zusammenfassung gehören dann auf jeden Fall der Vergangenheit, also F1 2018 an. Hoffen kann man ja. Upsa. Stellt denn da auch eine Bande hin? Die Vorderreifen gefallen mir gar nicht. Die sind hier doch ziemlich wichtig. Hinterreifen sind auch nicht unwichtig, wegen wegkommen. Und die haben langsame Kurven, aber die Vorderreifen müssen jetzt noch werden.
Ja, Vorderreifen sind noch geworden. Können wir im Grunde eigentlich schon so lassen. ...93 Grad auf einmal so hoch, 8 Grad hochgetrieben. Ja, wobei es waren eher 6. Ey, das mache ich nicht. Nicht wieder schief hinstellen. Eine Rose bereift vor uns. Lass ihn da vorbei, da wollte ich jetzt nicht hin, da wo ich hingefahren bin, aber ich wollte auch nicht meine Nase abfahren. Toros ist Sandwich. Der zwitschert da noch rein, jetzt bin ich in den richtigen Toros ist Sandwich. Das fand ich schon zu zweit, da kann ich nicht auch noch daneben. Aber hey, haben Platz gewonnen. Jetzt quetschen die sich auch da in die Wand rein. Die geben sich's aber. Da ist jemand wohl zu stark auf der Geraden. Grandjean will vorbei. Die fallen immer noch nebeneinander. In der letzten hatten wir es auf den Geraden so einfach mit dem Renault, vor allem hier in Singapur. Dieses Jahr wird das wohl nichts, das wird ein harter Kampf auf der Geraden. In den Kurven sollten wir was können, da müssen wir auch gewissermaßen einen Vorsprung generieren auf den Hintermann. Und am Vordermann ganz nah dran sein bleiben. Wird der Bericht. Also hier brauche ich mir keine Sorgen machen wegen des Hintermanns. Fahrer vor mir, jetzt kann ich fragen. Hartley liegt vor dir. Hartley. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Sorry, wir. Die Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Die letzte Rundenzeit. Nein, oh, mit gelben dann nach Hause. Und ob der vor uns ins Ziel kommt. Ob der hier viel besser rauskommt. Dabei haben wir einen Windschatten und er nicht. Bitter. Fahrer hinter mir. Grosjean hinter dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Sie fahren mit 9 überweichen Reifen. Ihre Reifen sind eine Runde alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1 Minute 53,8. Wir könnten in der Theorie auch noch auf Gelbe gehen. Start aus dem Kollege. Fernando ist auf P5. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 8,4 Sekunden. Sie fahren mit alten, überweichen Reifen. Die letzte Runde muss sein. Lag bei 1,44,8. Jetzt ist der Brandon Hartley, sein Vordermann, noch zu nah. Da wird er noch zu sehr gezogen und wir haben sowieso Probleme auf der Geraden, weil die letzte Kurve unser Teil ist. Bei jetzt Abstand von Brandon wieder ganz schön groß. Okay, wir sind jetzt in Runde 3. Das DRS wurde aktiviert. Na, was machst du? Komme ich jetzt hier schlecht rein? Er hat keinen, doch er hat DRS. Oh oh. Okay, wir bleiben vor Grosjean. Also Hartley darf kein DRS mehr haben. Dann können wir was probieren.
Wie auch hier davon kommt auf der Geraden, auf diesem kurzen Stück. Hier habe ich also meine Probleme dran zu bleiben in diesem Sektor. Batterie ist gut geladen. Erhöhen wir den EAS-Einsatz. Hier könnte mich Grosjean auch packen, wenn ich einen Kackausgang hinlege. Auf jeden Fall Geduld beweisen bei den Hinterherfahrereien und vielleicht Überholversuchen. Zeit aus. Jetzt bin ich wieder viel zu weit weg vom Hardlay. Jetzt sieht es schon wieder besser aus, aber auf der Geraden war es ja schon vor einer Runde. Zu eindeutig für ihn. Das kann ich ja nicht wirklich Schwung mitnehmen. So, der Abstand zum Tiefpunkt liegt bei 9,3 Sekunden. Ich kann hier wieder überholt werden. Der packt uns doch, oder? Oder fällt er jetzt hier zu weit nach hinten? Na, wir bleiben vorne. Okay, dann geben wir jetzt mal Gas. Wir müssen von ihm weg. Wir können nicht länger mit dieser Motoreinstellung fahren. Wir doch, sind doch, doch. Müssen wir. Fahr so bald wie möglich auf Mischung 2 runter. Damit wir zumindest wieder ins DS-Fenster kommen da vorne, dann kommt ja Brandon Hartley sowieso wieder ran, wenn wir aufgehalten werden. Jetzt müssen wir aber erstmal wegfahren, wenn das Ding geht mit den Reifen. Er fährt ja auch die Lilas. Ah, blöd reingekommen. Mal wieder. Streckenbegrenzung. Auch so im Kurs. Na, wenn ihr meint. Sauberes Rennen, ne? Da war was. Ich darf mir das nicht so oft erlauben. Letzter Sektor ist ja unser Sektor. Mal gucken, ob ich das umsetzen kann. Auf 2000. Statt hier müssen wir uns schon keine Gedanken machen. Dafür ist unsere Kurve, unsere letzte Kurve zu gut. Ah, ich bin gerade selbst nicht gut. Ein Ferrari in der Box, war das Kimi? Status Konkurrent. Der Unterschied beträgt 1,0 Sekunden. Sie fahren mit 9 Ultraweichen. Wir vermuten, dass Sie noch einen Stopp haben. Ist wohl gerade reingekommen. Status dem Kollege. Fernando ist auf B5. Okay, Abstand zum Teamkollegen. 8,6 Sekunden. Sie fahren mit alten, überweichen Reifen. Platz 5 ist ja gar nicht so weit weg. Bei 1 Minute 44,0. Aber das Rennen ist auch nicht alt. Wir sind ja gerade mal in Runde 5. Bin ja aber ganz schön im Verkehr, wenn ich die ganzen Autos da vorne sehe. Die ja einfach auf diesem kurzen Stück wegfahren. Das ist schon etwas krank. Fahrer vor mir. Gasly vor dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Du verlierst pro Runde 3/10. Sie fahren mit alten, überweichten Reifen. Ihre Reifen sind 4 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch 2 Stopps machen werden. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,43,2. Okay, wir sind bereit fürs Vorbeifahren, aber er hat ja halt DRS. Aber ich werde die Chancen schon nutzen wollen. So wird es nichts. Fahr doch. Mann, was für ein Schneckentempo. Brandon Hartley kommt aber nicht so sehr ran, wie ich gedacht hätte. Bei dem Tempo. Die Reifen sind nur so abgenutzt, weil wir so viel rumrutschen. Wir fahren gerade nicht schnell. Wenn wir freie Fahrt hätten, würden die Reifen nicht so sehr abnutzen wie jetzt, obwohl wir viel schneller wären. Mann, ey.
Gut sei, dass die alle reinkommen. Aber deren Reifen sind frisch im Vergleich zu den Q3-Fahrern. Status Team Kollege. 11 Sekunden. Fernando derzeit auf P4. So, der Abstand zum Teamkollegen liegt bei 8,8 Sekunden. Immer noch 8. Dafür, dass wir jetzt so festhängen. Zeit lag bei 1 Minute 42,7. Hab aber noch nicht auf Alonso auf die Streckenkarte geschaut, weil ich mich lieber hier auf mein Fahren konzentriere. Dem Jeff zwischendurch mal ein paar Fragen stellen, das geht schon. Ich werde hier aber nicht vorbeikommen, dann heißt Strom und Sprit richtig schön sammeln, damit wir dann bei freier Fahrt richtig raushauen können. Ah, geht doch. Jetzt sind wir erstmal wieder etwas freie Fahrt, also wieder etwas herausposaunen. Von Sitz Magnussen. Und davon Williams. Alonso war noch nicht drin. Kimi hinter uns, das war zu erwarten. Brandon Hartley hinter uns. Hätte ja auch die Lilanen drauf. Oh, die beiden haben auch Lila, das ist nicht gut. Die sollte ich schon bekommen, damit ich dann meine Reifen umsetzen kann. Da vorne ist eine schöne Lücke. Ob mir das gelingt, ich wage es zu bezweifeln, aber wenn die Chance sich bietet, dann nutzen. Und dafür auch parat stehen. Also nah dranbleiben. Hamilton aus dem Rennen. Geht für uns also ein Platz nach vorne. In der Endabrechnung. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Keinen Schwung aufbauen. Aber jetzt hat Magnussen gleich kein DS mehr. Ah, die Renault. Mist. Wann ist der langsam? Jetzt macht er hier doch zu. Die Renault wollen auch vorbei. Ah, schwierig. Naja, statt Ziel, darauf hoffe ich, ja. Dafür müssen wir jetzt endlich mal einen Magnussen ohne DS da erleben. Dann kommen ja schon die anderen schnellen Autos an. Noch ist Brandon Hartley hinter uns. Selbst hier hole ich auf, obwohl ich hier nicht gut bin und gerade auch nur mit gebremstem Schaum fahre. Fahrer vor mir. Magnussen vor dir. Weniger als eine Sekunde Abstand zwischen euch. Du holst pro Runde 3 Zehntel auf. Gute Arbeit. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 7 Runden alt. Wir vermuten, dass sie noch einen Stopp haben. Oh. Bei 1,43,9. Nur noch ein Stopp. Heißt, er schont gerade massiv Reifen, oder warum ist er so langsam? So, Brandon Hartley ist wohl auch noch da, oder? Da ist er schon abgehauen. Naja, vielleicht müssen die erstmal an Brandon Hartley und an Magnussen vorbei. Ich sehe mal zu, von Magnussen zu bleiben. Endlich mal Freifahrt, endlich mal eine Bestzeit setzen, die halt wirklich eine gute Bestzeit ist, die ihren Namen verdient.
Das erste Mal so wirklich freie Fahrt. Wir müssen aber auch gegenüber Magnussen Boxenstopp rausfahren. Selbst das, schätze ich, stand jetzt schon sportlich ein bei der Restrenndauer. Jetzt bin ich sogar langsamer als meine Bestzeit. Muss erst mal ein Gefühl finden. Hier schon Runde 12 rein. Wir nähern uns dem Boxenstoppfenster. Zieht dir die ultraweichen noch. Magnus noch hinter uns. Hält hier hoffentlich etwas auf. Wobei, so einfach wie wir schon vorbeigekommen sind, müssen diese noch einfacher haben. Zu spät gebremst. Abstand zum Hintermann beträgt 3,0 Sekunden. Start aus dem Kollege. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 16,2 Sekunden. Sie fahren mit 9 überweichen Reifen. Die letzte Runde wieder die Zeit lag bei 1 Minute 40,6. Der fährt zweimal rosa. Aber dann nicht gelb, oder? Stimmt, wir hätten ja auch zweimal rosa fahren können. Hat mich ja beschwert, ich kann die Reifen nicht ganz ausfahren. Na, mal schauen. Bleib jetzt dabei, Magnus hat einen guten Rückstand und er hält auf. Die Leonin gefallen mir schon sehr. Aber ich kann ja gleich mal einen rosa Reifen drauf ziehen und mal gucken, wie ich damit zurechtkomme. Dann darf ich aber auch nicht im Verkehr hängen. Ich könnte jetzt mal rosa drauf ziehen, wenn die gut sind und lang genug halten, dann fahre ich nochmal rosa. Ansonsten ziehe ich am Ende nochmal lila drauf. Aktuell wären wir bloß 16, da also wieder einige Autos vor uns. Sind bald wieder am Planziel angelangt. Schalte möglichst bald den Motor runter. Hülkenberg jetzt hinter uns. Zum Auto vor dir beträgt 5,9 Sekunden. Daniel Ricciardo vor uns. Gut. Leclerc ist auf die Spitzenposition gefahren. Wieder auf Bestzeitkurs. Oh, Wagen kam rum. Wir sind zufrieden mit dem aktuellen Zustand deiner Reifen. Du solltest noch eine Weile fahren können, bevor du dir Gedanken machen musst. Boxenstoppfenster ist offen. Das Boxenstoppfenster ist offen. Mhm, okay, alles klar. Aktuell 14.
Ich überlege gerade doch mal, die Rosa an den drauf zu ziehen. Wir gucken mal, wie weit wir damit kommen. Wie gut wir damit, wie weit kommen. Ich werde es probieren. Fahre ich aber mal noch eine weitere Runde, oder? Weil die Runde war jetzt so langsam. Da steckt noch mehr im Reifen drin. Links sind die Rosen dann auch schnell. Links sind wir auch im Verkehr. Ich komm rein. Zeit, etwas Ladung zu verbrauchen. Erhöhe den EAS-Einsatz. Nicht. Renault steht auch bereit. Hülkenberg kommt rein. Oh nee, Hülkenberg gleich wieder hinter uns. Los, raus mit dir. Müssen an der Ausfahrt auf Renntempo sein. Na schön, mit den Ricardo auf den gelben. Wir machen heute noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit unserer Strategie. Und noch mitten im Getümmel. Da ist Grosjean. Mit härteren Reifen. Ja, der fährt uns hier eher davon. Ach, ich tödel. Jetzt dann doch zu viel gewollt. Gucken, wie sich das fahren lässt. Scheint nur geringfügig zu sein, aber geh es etwas ruhiger an, um das Problem nicht zu verschlimmern. Mal schauen. Rennstrategie. Du hast noch einen Boxenstopp. Ein Boxenstopp noch mit dieser Strategie. 6 Runden, bis sich dein Boxenstopp-Fenster öffnet. 6 nur. Wollte jetzt eigentlich bis Runde 22 fahren. Hab ich mir ausgerechnet. Damit die Reifen recht gut verteilt sind und wir am Ende dann noch einen Hauch mehr Gummi haben, wenn der Wagen leichter ist. Mal schauen. Also der Williams von Stroll hat jetzt auf jeden Fall gleich kein DS. Wir haben einen noch flacheren Flügel, weil da vorne was fehlt. Kann ich hier vergessen. Da außen. Das Problem ist, was mache ich jetzt? Ich kann ihn noch nicht ansetzen, weil ich komme niemals auf gleiche Höhe mit ihm. So, viel besser als gegen Grosjean. Wir uns mit der Nase noch absetzen. Ist ja bloß Stroll und der fährt auf den härteren Reifen. Na mal schauen. Müsst ihr auch noch Bestzeit fahren mit den Reifen. Irgendwann mal. Hülkenberg muss ja auch noch an den beiden vorbei, die wir jetzt kassiert bekommen haben. Wenn wir den Windschatten spendieren, hat es Hülkenberg schwieriger. So viel Windschatten DRS spendieren, dass die gerade so mithalten können, aber nicht ansetzen können. Klingt zu heikel mit unserem Motor. Thank you.
Hülkenberg hinter uns, na toll. Jetzt könnte sich Sainz mal freuen, dass wir seinen Teamkollegen mal aufhalten. Nicht andersherum. Sirotkin, der zweite Williams vor uns. Nö. Ist genau richtig, so wie es gerade war. Aha. Ich habe ein Frontflügelproblem. Es wird jeder was. Also gerade sind wir auf Bestzeitkurs, Hülkenberg, aber offenbar auch. Auf jeden Fall ist er nah dran. Hier kommen sie Sirotkin deutlich näher. Gucken, ob das schon für Startziel reicht. Könnte hinkommen. Mit seinem Leistungsproblem. Alonso wieder drin. Zieht jetzt wohl die Lilas auf. Wir sind jetzt schon dran. Wenn der jetzt reingefahren wäre. Ist doch wieder jemand, den Hülkenberg erstmal bekommen muss, aber schätze ich mal, wird kein großes Problem sein. Hülkenberg schon hinter uns. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,0 Sekunden. Nase bisher nicht so schlimm, aber wird sie trotzdem reparieren. Wer weiß, was im Zweikampf mir dann passiert, wenn ich mit der Nase stehende Räder habe. Weil ich zu sehr verteidigen will. Wir gehen auf Rosas, aber erst Runde 22. Das war schlecht. Hülkenberg und der hinter eine riesen Lücke. Na, Hülkenberg ist zwar einfach nicht unser Gegner, aber ich will ihn trotzdem nicht gerne vorbeilassen. Mal gucken, Startziel wird es wohl kein Problem werden. Aber die nächste Gerade. Mist. Nähern uns dem Boxenstoppfenster. Zieht ihr die Ultraweichen drauf? Nee, die Hypers habe ich vor, aber das muss ich noch anders, muss ich noch so einstellen. Also entweder kommt Hülkenberg noch näher ran, wird aber schwierig mit der letzten Kurve. Oder er kann das Vorbeifahren auf der Strecke vergessen, sofern wir keinen Fehler machen. Wie wir da rankommen? Hier könnte er auch eine Bäume starten. Da muss ich auch aufpassen. Oder hier hat er die KI auch gerne gegen mich überholt. So, wieder etwas Vorsprung generieren. So nicht. Wir raten dir auf Mischung 2 umzustellen. Um
Umstellen auf Mischung 2. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 11,0 Sekunden. Reifen sehen nicht schlecht aus. Wenn wir vor Alonso landen wollen, am Ende des Rennens müssen wir nochmal gute 12, 13 Sekunden finden. Unser Abstand zum Jetzt war Hülkenberg schon näher dran. Man hat ihn deutlich gehört. Beim Boxenstopp verliere ich noch etwas Zeit. Dann kommt Hülkenberg auf jeden Fall vorbei. Der könnte viel schneller fahren bei freier Fahrt, aber schafft es gerade nicht vorbeizufahren. Weil er gerade an den wichtigen Stellen nicht ernsthaft rankommt. Na, Vorsicht hinter Rad anecken und so. So früh die Nase beschädigt, das ist so blöd, damit kann ich die Reifen einfach nicht vorausfahren. Schalte dein ERS auf Überholen, es muss vorwärts gehen. Nein. Auf heiße Runde wird es geschaltet. Das Boxenstopp-Fenster ist jetzt offen für dich. Ich würde gerne Runde 12 reinkommen. So, hier hat Hülkenberg was zu tun. Ja, Hülkenberg immer noch hinter uns. Jetzt Bottas hinter uns. Hülkenberg wieder. Hülkenberg bleibt jetzt, schätze ich mal, vor Bottas. Auch mit älteren Reifen. Vergiss nicht, diese Runde in die Box zu fahren. Beachte deinen Abstand zur Tempolimitlinie. Ich komme jetzt nicht rein, Chef. Hülkenberg macht langsam ernst. Abstand zum Auto vor dir beträgt 5,5 Sekunden. Fährt jetzt nochmal auf den Lilas, oder? Bottas auf Lilas hinter uns. Boxenstoppfenster. Etwas verpeilt, dafür jetzt rosa. Rosa sage ich, graue Zeit. Auf dem Lenkrad. Bottas ist nicht weit weg. Warte mal gucken, wie weit er weg ist. So, Bottas lässt uns hier noch in Ruhe. Anders als Hülkenberg.
122 habe ich ja für mich eingesetzt. Als Boxenstopp-Runde. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,0 Sekunden. Vorsprung ausgebaut von 11 auf 14. Start aus dem Kollege. Fernando im Moment auf P10. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 14,0 Sekunden. Sie Reifen. Fahren mit 9 Ultraweichen an. Ultras, okay. Okay, der macht jetzt richtig ernst. Hat uns auch berührt. Jetzt gehe ich mal auf die Reifenabnutzung schauen. Bisher machen die Rosas aber keinen schlechten Eindruck. Wir werden die nochmal drauf ziehen. Doch das ist kein Gegner fürs Ende des Rennens, der war ja gerade zum letzten Mal drin. Ich verbrauche hier meinen Strom. Aber irgendwie sagt mir halt was, das Rennfahrerherz lässt ihm niemanden so klar vorbei. Nächste Attacke, Bottas. Nein. Diese Runde kommen wir rein. Und nehmen nochmal diese Reifen. Mit mehr Frontflügel und die verbrauchen wir dann hoffentlich nicht so sehr, die Reifen. Und können überhaupt besser ausfahren. Ja, es lässt sich fahren, aber ich will letztens den mal richtig angreifen. Vor dem Renault werden wir auch nicht rauskommen. Der Auto vor dir beträgt 9,5 Sekunden. 14. Klingt ja nicht toll, aber klingt vielleicht nochmal nach einer Chance, ein paar Leute zu überholen, nach schöner Unterhaltung. Reinkommen muss ich ja so oder so. Ob die schon das Nasewechseln mit berücksichtigt haben? Bei der Berechnung, ich glaube ja nicht. Einfach nur ein Boxenstopp rein, wieder raus. Da bist du dann. So, Bottas, hier ist Freifahrt, bitteschön. Und schon nur noch 10. Alonso, jetzt gleich in den Punkten. Was, Kimi hat Alonso bekommen auf gelben? Oder scheidet Alonso gerade aus? Noch 10. Wo ist Alonso? Gelbe Flagge, der ist ausgeschieden, oder? Die bekommen wir so nicht. Fernando ist gerade an die Box gefahren. Was? Reifen platzen oder wie? Okay, bleib hinter der weißen Linie an der Ausfahrt. Wir kriegen eine Strafe für gefährliches Fahren, falls du auf die Strecke fährst. Toll, darf wieder jemand überholen. Wieder ein Haas. Aber nur auf gelben Reifen. 1,7 Sekunden Unterschied. Habe ich mir sagen lassen. Sind wir schon mal auf gleicher Höhe, dann kann er jetzt nicht rüberziehen. Kann er schon, aber sollte er nicht. So, Reifen ausquetschen. Die geben es her. Wir haben eine Nase, die auch gefahren werden möchte. Und zwar voll. Mit maximalem Luftstrom in den Kurven. Also mal los.
was Magnus gleich für einen Rückstand hat. Gucken, ob der letzte Sektor gleich lila wird. Mache ich schon noch. Der Rückstand von Magnussen. Lila Sektor. Doch, Jeff, das geht. Strom will er raushauen, aber Sprit nicht. Der Abstand zum Teamkollegen beträgt 26,5 Sekunden. Fahrer vor mir. Hartley vor dir. Okay, der Abstand zum Vordermann beträgt 5,8 Sekunden. 5,8, okay. Eine Sekunde schneller. Die letzte Rundenzeit lag 1 Minute 45,6. Unser Abstand zum Auto vor uns beträgt 4,1 Sekunden. Der Wagen lässt sich wie eine 1 fahren. Da ist er schon. Ranfahren das eine, vorbeifahren das andere. 1,5 Sekunden schneller als die bisherige Bestzeit. Ja, da war ich 2000. Gut, die Reifen lassen auch schnell nach, also aufgepasst. 2,6 Sekunden schneller. Und gleich 0,0. Gelbe Reifen bei ihm. Na, auf der Geraden kann er mehr. Sieben Runden noch. Kimi ist der dritte da vorne. Damit auf jeden Fall nochmal Spaß am Ende des Rennens. Immer noch lila die Streckenkarte. Jetzt hat's aufgehört. Ja, Brandon Hartley, wie war das zu Rennbeginn? Ein Stop? Oh, ob wir gegen ihn fahren? Ja, aber er ist hinter uns. Gucken, ob ich hier bald den dritten Gang einsetze. Außen, weg vom Scheitel, das war nicht gut. Etwas weit weg von der Musik, von der eigenen Bestzeit. Jetzt nicht zu viel Strom ausgeben, ich komme auf der Geraden eh nicht vorbei. Dann kann ich jetzt schon Strom sparen, weil ich komme ja im nächsten Sektor sowieso ran. Können wir die Batterie mal wieder ganz voll machen, mal gucken, ob ich dranbleiben kann. Die erste Runde ist noch die schnellste mit den Reifen, weil die Reifen dann noch sehr frisch sind. Nee, es wird nichts mit dem Abstand.
zieh noch aus. Ja, fährt sich gut im dritten Gang. Vielleicht fahren wir noch 5 Runden. Zu weit weg vom sauberen Mist. Mal so richtig Schwung mitnehmen. Platz 12, Platz 11. Ja, okay, Punkte werden es nicht mehr, aber der Konkurrent. Vielleicht. Immerhin könnten die sich vielleicht noch duellieren. Dann kostet es die noch mehr Zeit. Wobei, die geben sich auch der erst in den Schatten. Das ist blöd. Lieber so ein einzelnes Fahrzeug. Weil dann kommen wir auch eher vorbei. So kommen wir zwar eher ran, aber vorbeikommen ist ja das Zauberwort. Vier Sekunden langsamer, wo Brandon Hartley hinfährt. Gerade erst auf der Anderson Bridge gewesen. Oder war der zweite wieder? Den wollte ich da doch eigentlich vergessen haben. Eine Sekunde langsamer ist die Bestzeit. 2,2 Sekunden. Fünfter Gang geblieben. Das sind die beiden Streithähne. Ericsson weit, weit weg. Auch lila Reifen vor uns bei Grosjean. Jetzt duellieren sie sich wieder. Aber Kimi bleibt einfach vorne. Upsala. Etwa 3 Runden kommen wir mit dem Benzin noch aus. Auf jeden Fall dran sein, deswegen Gas geben, aber Strom noch etwas im Zaum halten. Sprit haben wir eher mehr als Strom. Die sich Windschatten geben. Okimi, gelbe Reifen, oder? Verbremst sich jetzt einer? Nee. So, Kimi hat keinen Windschatten, kein DS. Jetzt müssen wir einfach vor Magnussen bleiben. Okay, 2,5 Runden noch. Na, ein Hauch mehr. Wer weiß, was da vorne noch passiert. Also einfach Gas geben, dranbleiben, schnellstmöglich an Kimi vorbei. Aber nicht wie beim Nasenabfall zu viel riskieren. Zu früh. Das war einfach nur unnötig.
Jetzt zu nah dran sein ist aber auch Gift, weil dann kann ich keinen Schwung mitnehmen. Jetzt bin ich aber fast zu weit weg, wobei es könnte genau richtig sein. Ja, es gefällt mir. Unser Abstand zum Teamkollegen beträgt 38,4 Sekunden. Vorletzte Runde, das sind die nächsten. Da ist ein Punkt, da ist Sainz. Der eigentlich Weltmeister werden will, guckt auf der 10 rum. Eine Runde ranfahren, der letzten angreifen. Wobei angreifen ist eigentlich auf der nächsten Stadt Zielgeraden. Ohne Nasenwechsel wären das gut Punkte gewesen, aber so ist es nun mal. Jetzt ist das Rennen dafür noch umso spannender. Beide Renault vor uns, merke ich gerade. Sainz ist weit weg von seinem Vordermann. Ich muss da jetzt ran, um auf Stadtziel was reißen zu können. Die Batterie muss nicht mehr auf Anschlag voll sein. Wir fahren ja gleich die letzte Runde. Jetzt bin ich aber gerade etwas zu viel. Leistungsproblem, der ist ja auf einmal so langsam, ich komme da so schnell ran. Vielleicht letzte Chance zum Überholen, Startziel. Das ist deine letzte Runde, die letzte Runde des Rennens. Halt den Motor her. Zeigen wir doch Carlos Sainz im WM-Kampf, weil wir ihm einen Punkt wegnehmen. Nicht wie zwischendurch angedacht, Hülkenberg. Nein, Sainz stand jetzt. Der Abstand zum Auto vor dir beträgt 4,0 Sekunden. So, dranbleiben. Wer weiß, was da vorne noch passiert. Vielleicht kollidiert noch jemand, wobei die Abstände sind gerade ganz schön groß. Aber dranbleiben, man weiß ja nie. Kimi ist an Sainz dran. Kimi auf gelben und Sainz auf lilas. Kimi kommt ran. Sainz hat auch ein Problem, oder? Fahrer hinter mir, Feuerwerk. Sainz hinter dir. Der Abstand beträgt weniger als eine Sekunde. Sie fahren mit alten, ultraweichen Reifen. Ihre Reifen sind 12 Runden alt. Die letzte Rundenzeit lag bei 1,44,6. Hä, was war denn jetzt los? Okay, alles wieder im grünen Bereich. Zurück auf Wurde ich angeschoben? Moment, ich werde keine Rückblende machen, aber ich will gucken, was da los war. War das einfach jetzt schwammiges Heck, weil blöde Reifen? Hä? Nein! Der lenkt voll nach rechts. Und der Magnussen schaltet aus. Scheiße, damit ist der Platz 10 weg. Ich mache jetzt aber keine Rückblende. Kimi doch nicht geschlagen. Er ist knapp neben uns, das macht er. Er zieht voll nach rechts. Na, bleiben wir Elfter. Sieht nicht danach aus. Bleiben wir vor Sainz. Tolles Ende. Aber ich habe mich ja selbst in die Situation gebracht. Handelkurve. Heck. Ach, ärgerlich. Aber dennoch war es ein tolles Rennen. Hat einfach Spaß gemacht, das Auffahren. Der Fahrer steigt aus dem Auto und das Team Red Bull ist bereit. Und man wartet darauf, gemeinsam mit dem Piloten einen wohlverdienten Sieg zu feiern. Also Stefan, wie hat er das denn angestellt, sich heute so vom Feld zu lösen? Dieses Rennen wurde wohl durch geschickte Bremsmanöver entschieden. Dadurch konnte er die Innenseite der Bremszonen besser ausnutzen.
Und wenn man das oft genug macht, gewinnt man am Ende das Rennen. Das war aber auch ein ziemliches Schauspiel, nicht wahr? Vergiss die Strategie, vergiss die Reifen. Wer sieht nicht gerne einen klassischen Wettkampf? Ich sehe, dass die Fahrer bereits unterwegs in Richtung Podium sind und Red Bull tut so viel für die Formel 1, da müssen sie einfach vorn mitfahren. Deshalb freue ich mich. Eine weitere Trophäe tritt die Reise nach Milton Keynes an. Leclerc und Ocon auf dem Podium, das ist ja mal was. Und Ricciardo noch dazu. Sieht man überhaupt gar nicht auf dieses Podium. Sehen wir uns nun die Fahrerrangliste an. Ein gutes Resultat für Nico Hülkenberg, der seine Führung in der Weltmeisterschaft weiter ausbauen kann. Stefan, wer war dein Fahrer des Tages? Ich glaube, ich entscheide mich heute für Daniel Ricciardo. Er hat das Feld heute wirklich ordentlich. Oder ja, von 12 auf 1. Stimmt. Dann werfen wir mal einen Blick auf die Konstrukteursrangliste. Wir haben heute einen Formabfall des Weltmeisterschaftsführenden gesehen. Sie haben einen Großteil ihres Punktepolsters eingebüßt. Gute Arbeit von Force India an diesem Wochenende, die einen weiteren Satz nach oben macht. Nach all der Aufregung ist es nun erst einmal Zeit, sich etwas auszuruhen. Danke, dass Sie bei uns waren und bis zum nächsten Rennen. Was für ein Rennen. Die ersten drei sind sehr interessant. Ricardo, aber alles Einstopper. Von 12 auf 1, Leclerc von 11 auf 2. Hülkenberg sogar 3 Stops. Aber was ist mit Renault los? Die machen an diesem Rennwochenende einen verdammt großen Satz im Gegensatz zur Konkurrenz und die Gurken auf der 9 und am Ende auf der 13 rum. Ricciardo vor Leclerc, vor Ocon, Bottas, Vettel, Verstappen, Pierre Gasly, 7. auch sehr stark. Ocon auf dem Podium, Perez nur auf der 8, verdrehte Welt. Hülkenberg 9. und Kimi wird sich gefreut haben in der letzten Runde, doch noch in die Punkte. Ericsson auf der 11, 1. ohne Punkte, wird ihm schon etwas wurm, allerdings von der 17 kann er sich eigentlich nicht beschweren. Ja, und ich, also ist mal wieder zum Kopfschütteln mit der KI. Da ist ein Hauch von der Nase auf der Höhe der Hinterachse und was macht er? Er lenkt sogar noch gegen uns nach rechts. Hat sich aber ehrlich gesagt gar nicht so angefühlt. Hab allerdings auch nicht den Annäherungsfall auf dem Schirm gehabt, aber ich habe mich auch erst in diese Situation gebracht, indem ich eine Haarnadel mein Heck verloren habe. Deswegen dachte ich jetzt auch erst wieder, hä, sind die Reifen jetzt so toll im Eimer? Wobei das gerade schon sehr überraschend kam. Deswegen wollte ich jetzt nochmal in der Wiederholung gucken, was war da eigentlich los? Denn nach dem Rennen kann ich da nicht mehr nachschauen, weil ja, das mit dem Spulen ist sowas von doof bei F1 2018. Naja. Ein Punkt hätte es sein können, es hätte noch mehr sein können ohne Nasenabfall. Das ist schon ärgerlich, aber im Vordergrund steht hier heute mal wieder, das Rennen hat sehr viel Spaß gemacht, vor allem im letzten Stint. Ich werde unseren Motor mit dem McLaren schon noch ausbauen, aber nicht übermäßig, denn es macht so viel Spaß, einfach in den Kurven andere Linien zu wählen, sich gut zu positionieren, um auf der Geraden vorbeizukommen. Das will ich mir nicht kaputt machen lassen, deswegen habe ich ja auch schon beim Chassis gesagt, werden wir nicht alles für die nächste Saison retten bei der Regeländerung. Aber weiter im Kontext, Sainz, der Doofnasenmann auf der 13, Stroll, dann der Brandon Hartley auch ein Stop, aber er ist auf seinem 15. Platz geblieben, anders als die ersten beiden. Alonso war dreimal drin, Reifenplatzer würde ich mal meinen. Sirotkin, Magnussen, Grosjean und Hamilton. Die Rennleitung sagt, 10 Rennsperre für Carlos Sainz. Jede Reifenfarbe hat der Kimi mal drauf gehabt. Genauso wie Alonso. Grosjean Totalschaden in Runde 31. Sainz Kollision mit Grosjean. Das war unsere Aktion. Sainz und Bottas. Zweimal hatte er wohl Nasenschaden. Wenn er kein mechanisches Problem hatte, das kann ich mir noch gut vorstellen. Die Mechanik bei Hamilton und ansonsten halt Kollision, einmal Totalschaden. Grosjean kann sich bei Sainz bedanken. Wildes Ende. Leclerc nach vorne, ja, nur noch 6 Punkte hinter uns. Zum Glück liegt Alonso vor Ericsson. Und das sehr gut. Und wir eben auch noch vor Leclerc, deswegen sind wir auf jeden Fall noch vor Sauber.
Aber Force India hat jetzt sogar Mercedes geknackt. Ein Punkt vor den mintgrünen Rennern. Ferrari, ja. Also bei der Teamwertung habe ich ja schon getippt, dass sich das Force India gegenüber Ferrari auf keinen Fall nehmen lässt. Aber dafür muss man auch kein Prophet sein. Nee, Moment, bei der Teamwertung genau andersherum. Da hätte ich gedacht, reißen sie es noch rum, aber ich glaube nicht, dass Perez mit seinen Einzelaktionen, die er in dieser Saison schon geleistet hat, noch abgefangen werden kann. Aber nach diesem Rennen noch unwahrscheinlich, dass Ferrari Force India bekommt. Force India wird wohl auf Platz 2 am Ende stehen, aber warten wir es mal ab. Alonso hat sich für den Rennstart richtig weit vorne platziert. Ja, auf eine Runde haben wir gar kein Problem, da können wir einfach so schnell fahren, wie wir nun mal fahren können. Mit unserem tollen Aero-Auto, aber im Duell mit anderen haben die halt einen Motorvorteil. Und das merkt dann eben auch Alonso. Hier zum Beispiel zieht der Ferrari vorbei. Aber jetzt macht er so wirklich ernst. Da kann Alonso gar nichts machen. Die Nase übrigens ganz geblieben bei Alonso. Aber hier hat er nicht viel zu bieten. Klar, 1 gegen 1 in schmutziger Luft, in sauberer Luft. Da haben wir auf jeden Fall das Nachsehen und hier nochmal die Aktion, wo ich meine Nase gerettet habe, indem ich auf den Randstein bin. Aber bin ja auch gleich wieder zurück, hab da nicht radikal abgekürzt. Soweit, so bewusst. Und ja, wir sehen hier nochmal Pierre Gasly. Könnt ihr euch noch an Runde 1 erinnern? Schaut mal, wie der hier rankommt. Ich bin ja schon recht spät auf der Bremse gewesen. Aber der setzt dem Ganzen nochmal einen Zacken drauf, setzt sich neben seinen Teamkollegen. Allerdings eben Brandon Hartley mit den härteren Reifen. Ist er bloß einmal reingekommen, am Ende auf den gelben Pneus. Und wir haben uns ja auch gefragt, wie lange geht dieses Duell noch an? Wie lange dauert dieses noch an? Wir sind die ganze Zeit nebeneinander hergefahren. Eigentlich hätte das Pierre Gasly irgendwann mal klar machen müssen. Es war schon längst überfällig, so eine Aktion. Aber selbst hier, bei der Anderson Bridge, setzte da einfach keinen Deckel drauf. Erst wenn es wieder heißt, herausbeschleunigen mit weichen Reifen, beide in sauberer Luft, kann Pierre Gasly dann seine Position halten. Ja, und diese KI wieder. Aber ich sehe es mal so, das Rennen hat einfach ein bisschen Spaß gemacht. Heute wollte ich einfach mal auf eine Rückblende verzichten, auch wenn es wieder eine selten doofe Aktion war. Aber wie auch schon angesprochen, ich habe mich erst in die Situation hereingeritten, indem ich da beim Ausgang bei der Anderson Bridge, bei der Spitzkehre, mein Heck verloren habe. Ansonsten wäre Carlos Sainz gar nicht mehr an die Möglichkeit gekommen, mir da hinten das Heck wegzudrehen. Und das Problem hier in Singapur ist, die Mauern sind sehr nah und deswegen geht es sehr schnell in die Wand und die Nase geht sehr schnell ab. Aber auch ansonsten auf einer anderen Strecke, wo Asphalt, Auslaufzone oder Wiese gewesen wäre, hätten wir auch die Position verloren. Naja, es bleibt zu hoffen, dass dieses Problem auf der Hinterachse sein mit der Flügelnase und dann rüberziehen und den Vordermann drehen mit F1 2019 behoben wird. Ich habe da so meine Bedenken, aber lassen wir uns einfach mal überraschen. Ein toller Tag. Wie war er denn aus Ihrer Perspektive? Voll verseinst. Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht das? Wahr? War das eine Anmerkung für meinen 12. Platz? So, geschieht ja recht. Dieses Sie haben während des Rennens ganz schön aufgeholt, nicht wahr? Ja, das war wirklich toll. Das hat richtig Spaß gemacht. Es war großartig. Der Wagen lag immer gut auf der Strecke, das stimmt. Solange die Nase intakt war, aber das war ja mein Problem. Der Wagen ist leicht und wendig. Das war ein Kinderspiel. Unser Aero-Paket ist auf dieser Strecke unschlagbar. Das stimmt auch. Unser Motorenvorteil ist uns hier wirklich gelegen gekommen. Denken Sie, Sie hatten Glück, Ihr Rennen nicht mit diesem Zusammenstoß beendet zu haben? Fragt doch Sainz. Definitiv, der Wagen darf nicht weiter beschädigt werden. Ich glaube, es gab ein Problem mit der Radaufhängung. Das sind solche beschissenen Antwortmöglichkeiten. Das missfällt mir einfach. Tja, trotzdem danke. Wieder kein schwarz-roter Helm zu sehen. Ja, Kimi hat am Ende doch gewonnen, aber nicht mit der schnellsten Runde. Die haben wir ihm nicht gegönnt.
5 Punkte vor Alonso, wir machen 2 gut. Ja, ich schätze mal einfach Reifenplatzer. Und gegenüber Kimi Gleichstand. Aus dem Qualifying hat er jetzt einen Punkt Vorsprung. Zum Glück habe ich nicht Ocon als Rivalen gewählt. Sauberes Rennen. Passt das noch? 96 sollte passen. Und die 7000? Rennbonus sehr hoch, das passt doch. Oh ja. Locker. Gute Arbeit, genau darauf habe ich gehofft. Mach nur weiter so. Wir haben Einladungen zu neuen historischen Events erhalten. Du kannst vor Ende des Wochenendes bestimmen, ob du daran teilnehmen willst. Eine Reihe von Einladungsevents, ja, aber die beiden Wagen, die wir noch gar nicht hatten, die sind immer noch nicht dran. Gut, wenn ich an F1 2017 denke und wie lange ich auf den Weltmeister-Renault von Alonso warten musste, kommt dann vielleicht in der nächsten Saison, in der Saison 4. Sauberes Rennen 1 von 2. Wollen wir die Ressourcenpunkte schon ausgeben? Ich meine, wofür sonst sparen? Damit wir die großen Teile machen können und ich ja beim Motor, wenn ich jetzt, nehmen wir mal an, ich würde jetzt die Ressourcenpunkte, da würden noch ein paar fehlen, knappe 800, alle hier in den Antrieb stecken, dann müsste ich ja da auch sehr bald voll ausbauen, ansonsten lohnt sich das ja nicht, aber das will ich ja schon deswegen nicht, weil mir die Rennen gefallen, weil wir keinen Motorvorteil haben. Auch wenn es etwas näher rangehen könnte, für meinen Geschmack. Insofern führt kein Weg dran vorbei, dass wir die Abteilungseffizienz nach oben treiben. Weniger Ressourcenpunkte erforderlich. Klingt gut. Um 1000er verrechnet. Ja, ist doch nicht schlecht, oder? Die können wir uns alle drei gönnen. Ganzen großen Teile. Gewichtsumverteilung. Position des Tanks. Die Motorhaube. Gewichtsreduktion. Und die Reifenabnutzung. Rolldämpfer. Und mehr habe ich gar nicht vor, beim Chassis zu sichern. Wie gesagt, da wir schon beim Aero-Paket auf Maximum gehen, abgesehen vom DS und die anderen, weiß nicht, wie viel die da umsetzen. Ich glaube ja, die werden alle massiv zurückfallen. Will ich mir zumindest die Kleinen hier zurückhalten für. Wir fahren damit hoffentlich nicht vor allen Meilen weit davon, so wie in der Saison 2 mit dem Renault. Dafür macht diese dritte Saison hier einfach zu viel Spaß. Auch wenn nach dem Titelgreifen wieder sehr schön wäre, aber ganz gerne mit ein paar Gegnern, vielleicht einem oder einem zweiten Team neben uns. Das wäre wirklich ein Traum. Und Kleinvieh macht ihr bekanntlich auch Mist, hier hätten wir noch was. Hinterer Unterboden. Auch noch groß. Kleinvieh macht ja bekanntlich auch Mist und diese 4, 5, 6, 7 Teile werden wir nicht machen und wenn wir sehen, wir sind doch ganz schön weit hinten im Vergleich zur Konkurrenz, die können wir einfach nachschieben. Eine Woche Entwicklungszeit, die kosten nicht viel und lieber habe ich etwas Puffer im Vergleich zur Konkurrenz, falls die massiv zurückfallen sollte. Mal gucken, ob wir vor Renault liegen werden, das glaube ich nicht. Wobei, die haben ja selbst in der dritten Saison hier einiges entwickelt. Chassis war ja schon sehr gut, da müssen sie sehr viel investieren. Allerdings haben wir auch die Abteilungseffizienz nach oben getrieben. Mal gucken, ob die das nutzen. Und bei der Aero, ja, da haben wir die Abteilungseffizienz ja nicht in die Höhe getrieben. Ne? Das war ja der Unterschied. Dafür haben wir die Aero ganz schön gut ausgebaut und womöglich haben die da auch nochmal investiert. Also die müssen ganz viele Ressourcenpunkte investieren, um ihre Position zu halten. Ich halte mich, wie gesagt, erstmal zurück, weil ich will mal schauen, wo wir stand jetzt im Vergleich zur Konkurrenz, die ja auch noch nicht die Karten auf den Tisch legt. Das erfahren wir dann erst in Australien. Denn so stehen. Vielleicht werde ich die Reifenabnutzung schon mal hochhauen.
also hier diesen Weg noch gehen, damit ich beim Saisonwechsel die ultimativen Sachen noch machen kann. Wobei, ich will eigentlich nicht so stark dastehen. Dann spare ich lieber die ganzen Ressourcenpunkte für die Abteilungseffizienz Motor jetzt schon zusammen. Dann können wir die recht früh in der nächsten Saison investieren und dann können wir nachlegen. Wobei, in der nächsten Saison werde ich mich, denke ich, auf jeden Fall zurückhalten müssen in Sachen Entwicklung, damit wir nicht verdammt weit vorne fahren. Das gefällt mir auch schon wieder nicht, aber was soll man machen, wenn das Spiel nun mal so balanciert ist? Gut. 4 von 11 Teile, 20 von 20. Damit werden wir, schätze ich, sehr gut dastehen, aber Auflösung dann in der nächsten Saison. Endlich das Ressourcenpunktekonto leer, wird sich Karl sagen. Endlich mal wieder investiert. Endlich. So, andere Teile. Wir haben ja mittlerweile genug zur Auswahl. Das nächste Rennen in Russland. Schwierige Strecke. Aber besser als Singapur. Und Singapur lief jetzt auch ganz gut. Mal gucken, wie das Wetter mitspielt. Ich weiß, ich könnte noch frischere Teile nehmen. Ich bin mal so sparsam. Gut. Hätten wir das. Mal gucken, wie die Konkurrenz sich verbessert. Die investieren ja jetzt schon in die aktuelle Saison. Da bleibt ja auch nicht viel übrig, um den Wagen in der nächsten Saison gut zu halten. Es geht ja auch gewissermaßen jetzt noch um Punkte, um Positionen, um Titel. Ne? Wir denken eher langfristig. Renault hat lange, lange gespart, aber jetzt dann doch mal einen Satz gemacht von Italien zu Singapur. Und andere Teams, Force India. Gut, die haben sich jetzt auch nicht viel mehr als Renault verbessert. Nee, eher vielleicht sogar gleich. Wir werden es mal sehen. Gut, hätten wir das. Dann können wir zum nächsten Rennwochenende gehen. KI-Fahrerstufe. In der letzten Saison hatten wir die 86 und in dieser Saison werden wir die 92 fahren. 50 komplett und rosa, lila, gelb, wie in Singapur. Leider die roten Reifen, die übersprungen werden. Und gucken, wie die Konkurrenz sich verbessert hat. Oh, Force India macht aber richtig ernst. Na, ob die in der nächsten Saison nicht zurückfallen? Richtig doll, weil die ja ihre Teile nicht sichern? Hm. Wie steht mit den Sachen Motor denn da? Erstmal gucken wir hier beim Chassis. Ja, ja, aber Renault hat ganz schön an Vorsprung eingebüßt. Aber was wollen sie da noch ausbauen? Das war maximiert, das Chassis. Das ist schon großer Rückstand, vor allem auf Renault. Hier haben wir noch einen dicken Vorsprung. Der könnte noch dicker sein, aber nee, der es wird nicht verbessert. Ich habe mit dem Gedanken mal gespielt, aber letztendlich nee. Mm-mm. Red Bull ist, also Red Bull Toro Rosso ist gar nicht so weit weg von Renault Sport Formel 1 Team. Also bei der Aero liegt das ganze Feld relativ beisammen, wobei es täuscht etwas. Weil die Schritte von Toro Rosso davor recht klein sind, aber ein großer kommt ja zwischen Sauber und Mercedes. Und der von Mercedes und Red Bull ist jetzt auch nicht so klein wie die anderen darunter. Naja, Hauptsache wir sind ganz vorne bei der Aero. Mal gucken, ob ich meine Meinung hier noch ändere mit Teile sichern, aber ich denke, Stand jetzt nein. Und wie wir so in Russland stehen werden, das sehen wir mal. Und bis dahin, macht's gut und tschüss.